Guten Abend, das hier wird ein kleiner Container-Vlog. Wir nehmen euch heute mal mit von Tonne zu Tonne durch die Nacht und zeigen euch, wie das so aussehen kann. Wir haben jetzt 22 Uhr, das heißt, gerade machen die Läden zu denen wir wollen. Also haben wir noch eine Stunde Zeit, weil eine Stunde nach Ladenschluss macht schon Sinn. Und genau, bis dahin packen. Und ich zeige euch jetzt mal, was ich denn so mitnehme. Einfach für ausreichend Platz, um alles mitzukriegen, einen großen Reiserucksack. Mehr Platz ist mehr Platz, deswegen auch noch eine Fahrradtasche und ein paar Jutebeutel, falls wir Dinge noch einzeln verpacken möchten. Containern ist in Deutschland immer noch illegal. Für mehr Informationen, warum und wie wir es trotzdem machen und was für rechtliche Konsequenzen das haben kann, schaut unser Container Q&A. Link in der Infobox. Also, ich mache den Keller voll mit Möhren. Nein! Die auch wieder so eine Bärenmix, ne? Wie ist denn die Ausbeute für Verhältnismäßigkeit? Ich habe schon Bananen gesehen. Ja. Also hier stehen 1, 2, 3, 4 Tonnen und davon ist nur eine, fast nur eine halb voll mit noch genießbaren Dingen. Was ja was Gutes ist. Ja, sieht gut aus. Ja. Was machst du, Merten? Sortierst du Sachen aus, die scheiße sind? Ja, ich sortiere Fleisch weg. Oh! Polizei? Nein, Brot. Oh, sind das Zwiebelbaguettes? Oder Speckbaguettes im schlimmsten Fall. Oh, es riecht zwiebelig. Geil. Oh, ich liebe Zwiebelbaguettes. Schmeckt voll wie ein Zwiebelbaguette. Zwiebel. Ja, sicher? Kein Speck? Ja. Geil. Ja, sieht doch sweet aus. Uff, okay. What is he eating? Geil, ey. Apfeltash. Meinst du, die es wiegen? Nee. Unsicher. Okay. Das ist ein Container-Farm. Still alive. Hi. Hi. Le Baguette. Le. Le. Bist du zufrieden mit der Tonne? Ja, die Tonne war angenehm leer. Gut. Gehen wir noch weiter? Ja. Einen weiter? Okay. Ja. Ich geh mit meiner Petersilie, meine Petersilie mit mir. Dum, 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 dum. Oh, jetzt ein bisschen was. Was ist es? Oh, Laugen und Orangen. Na, guck. Und ein Zimbrett. Noch mehr Bananen. Ah, und Bananen. Die sind aber heftig shit. Ja, das sieht doch okay aus. Die sind okay. Für einen Smoothie? Ja, auf jeden Fall für einen Smoothie. Oh, geil. Arrivederci, amigas. Das gehört, glaube ich, zum Verlag. Oh. Aber auch das. Das können wir auch mal in Curry haben. Das ist wirklich viel mehr, als ich irgendwie dachte. Mhm. Was zum Waschen? Uff. Weißt du? Weißt du, kennst du? Freundin? Also, da gehören jetzt eigentlich noch ein paar Möhren hin. Das war's? Okay, wir dachten ja wirklich, wir hätten gar nicht so viel gefunden, aber irgendwie ist es jetzt doch wieder der ganze Tisch voll. Und zwar sind das ganz viele Beeren, ein Sack Kartoffeln, reife Bananen, frischer Salat, frische Gurke, fast noch komplett frische Tomaten. Ich glaube, die haben teilweise so ein bisschen dunkle Stellen. Weintrauben, Zitrusfrüchte, wo ist die Mango? Da, eine reife Mango. Fernsehmöhren, echt viel Brot. Also dieser Sack ist voll, vor allem mit Laugengebäck. Mein Sack ist auch voll.
müde. Mhm. Schlafen, tot.